Moin moin zusammen und willkommen zurück bei The Vanishing of Ethan Carter. Wo sind wir stehen geblieben? Wir wollten Häuser erkunden. Vorweg heute mit ein bisschen angepassten Grafik-Settings. Das Motion Blur ist raus. Lief bisher eigentlich ganz gut. Und ich weiß gar nicht, irgendwas hatte ich noch geändert. Ist ja auch nicht so wichtig. Wir schauen mal, wie die Aufnahme wird. Ich erhoffe mir wirklich Gutes. Gehen wir mal die Häuser erkunden. Da sind wir ja beim letzten Mal stehen geblieben. Schauen wir doch mal. Na, fangen wir bei dem Haus hier an. Gehen wir mal systematisch vor. Ich weiß nicht, wie das in der Aufnahme jetzt rüberkommt. Bei mir hängt es hier ein wenig. Das liegt aber nicht an dem Motion Blur. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Lesen ist gut. Ich kann kaum was erkennen, muss ich ehrlich sagen. Mag auch sein, dass ich einfach nur ein Blindfisch bin. Aber ich erkenne wirklich gar nichts. Aber so wie ich das jetzt halte, sollte es eigentlich einen relativ guten Winkel haben. Wenn ich es wirklich schaffe, mache ich das Ganze als englischen Untertitel. Wenn ich das dann so in der Nachaufnahme nochmal genau erkennen kann. Ach, machen wir das doch so. Haha, guten Morgen, Gorondor. Du Vollidiot. Ich beschwöre den Knochenlosen, den einen der Leeren, den Zerstörer der Schiffe und den, den die Winde furchten. Fehlen da nicht ein paar Punkte über den? Ja, ein Punkt ist da zumindest. Ich tippe mal drauf, es soll fürchten heißen. Hört mich, großer Gesandter Focalor, ich möchte einen Pakt mit euch schließen, um meine Feinde zu verwirren und meine Besitztümer zu beschützen. Das ist wirklich nur ein Punkt. Interessanter Fonds. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List und gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Aglon Tetragramm. Okay, das lasse ich mal außen vor. Das kriege ich sowieso nicht gebacken. Ich habe leider kein Latein gehabt. Wobei, ist das überhaupt Latein? Nette Frage an die Außenstehenden. Wer von euch hatte denn Latein in der Schule? Übersetzung ist erwünscht. Also wenn einer wirklich, falls das nicht irgendeine Fantasiesprache sein soll, sondern wirklich Latein oder so, und jemand gerade mal lustig ist und das ein bisschen übersetzen will, viel Spaß. Sieht ja gefährlich aus. Wow. Im Übrigen kamen heute schon gleich wieder zwei Updates für dieses Spiel raus. Die sind also ziemlich fleißig dabei. Okay, dieser... Bin ich noch im selben Bereich? Tatsache. Boah, das verwirrt mich. Ja, sieht doch ganz idyllisch hier aus. Ich sehe zwar jetzt gerade nicht so viel, es ist relativ dunkel, aber... ist doch ganz hübsch. Von den Schäden mal ganz zu schweigen. Ist doch derselbe Gang, oder? Nehmen wir den mal. Ein wenig verwirrt, muss ich ehrlich zugeben. Der Übergang war rot, das finde ich jetzt nicht so toll.
haltet mich für verrückt, aber ich habe ein ganz, ganz scheußliches Gefühl bei der ganzen Geschichte. Aber hier ist jetzt nichts zu finden. In meiner alten Heimat gab es auch so eine Hütte, mitten im Wald. Hatte ähnlich... Ja, vom Zustand her war sie fast gleich. Da haben wir als Kinder immer drin gespielt. Ja, wir sind damals auch zum Spielen rausgegangen. Und das große Bashing über die neue Generation Internet beginnt in 3, 2, 1, los! Oh, hier ist es wieder hell. Weil es der Eingang ist, bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Und habe ich jetzt... Ich bin verwirrt. Das ist doch ein ganz anderes Haus. Ist derselbe Text? Ah, verstehe. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Ja, hier waren wir eben. Okay. Was haben wir denn noch? War ich hier eben schon? Ich glaube ja, ne? Ja? Das ist ja derselbe Raum, ne? Ja. Okay, also derjenige, der dieses Haus irgendwie, beziehungsweise diesen Pakt mit diesen finsteren Kräften eingegangen ist. So von wegen mit Verwirrung und so weiter, muss ich sagen, ist bei mir erfolgreich. Was mich an diesem Spiel besonders beunruhigt, ist die Tatsache, dass bisher noch nichts irgendwie darauf schließen ließ, dass hier eine Form von Gegnern irgendwie auftauchen. Weil momentan ist es ja wirklich so... Wir gucken uns mal die anderen Häuser an. Ich will hier auch nicht die ganze Folge jetzt hier drin verbringen. Es gibt für mich jetzt außer halt zu zoomen, aber das ist auch nicht wirklich darauf ausgelegt. Keinerlei Indizien dafür... Kommen hier noch Gegner? Passiert hier noch irgendwas? Ich sage jetzt mal, was mir Schaden anrichten kann, weil ich habe auch unendlich Ausdauer. Das heißt, ich kann laufen, bis der Arzt kommt oder es mir zu blöd wird. Aber ich habe nicht irgendein Indiz für Schaden oder whatever. Mal überraschen lassen. Aber solange ich nicht sicher weiß, ob ich hier irgendwie Schaden erleiden kann oder geschweige denn irgendwie sterben kann, bin ich hier lieber ein bisschen zu vorsichtig als zu stürmisch. What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room, I walked into it, that's it. Ich höre Stimmen. Ja. Ein schlechter Privatdetektiv, der nicht mal eine Taschenlampe dabei hat. You can feel it, right? Something, something coming from the Vandegrift house. I can feel it. Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. Also wenn mich das jetzt beruhigen soll,
Schwierig. Okay, hier war ich schon. Es ist aber doch der... Oder täusche ich mich da jetzt? Das Haus ist doch identisch. You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandegrift house again. Said he found some secret room. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Also, dass man Visionen hat, wenn man sich dem Kulten zugewandt hat. Okay, da kann ich ja noch mit umgehen, dass man jetzt auf einmal Stimmen hört. They're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Was ich ganz interessant finden würde, wäre irgendwie so eine Zeitangabe. In welchem Jahr das Ganze spielt. Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking at him. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. Also in der Form, dass, ja, welches Jahr? So, welches Zeitalter? You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Weil die Lok am Anfang sah ja jetzt auch nicht unbedingt taufrisch aus. Ich meine, in vielen Gegenden gibt's sowas wirklich noch, aber die sind doch eher rar gesät. Vor allem würde es mich interessieren, what the fuck ist der Schläfer? Das beunruhigt mich echt extrem. It's not my fault. I didn't mean for any of this to happen. Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere, in the wind. Ja, danke. Nein, nein, ist nicht schlimm, ich wollte heute nicht mehr schlafen. Mm-mm. Für alle, die es nochmal interessiert, das Update, was heute rauskam, es gab vorher ein paar Probleme mit den Speichern, deswegen musste ich die ganze Story eigentlich auch nochmal nachspielen, im Endeffekt. Das funktioniert jetzt, wie ihr gerade eben gesehen habt. Da gerade, da steht jemand. Okay, wann hier nicht... Da unten war doch noch irgendwas. Da ist ein Tunnel. Joa, ich muss ehrlich sagen, seitdem wir hier auf der Brücke sind, beziehungsweise in diesem Haus, ist ein bisschen die Idylle getrübt bei mir. Redwood Creek finde ich jetzt gar nicht mehr so idyllisch und schnuggelig, wie ich es anfangs vermutet habe. Oh, was war das? Großes Nachbuffern im Spiel. I've stepped through too many portals, been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Okay. Ja, er hat scheinbar schon eine ganze Menge Erfahrung in diesen Bereichen gemacht.
interessanter würde ich noch finden, was überhaupt. Also was er ist, ja, Privatdetektiv mit Hang zum okkulten Wissen und auch okkulten Fähigkeiten, aber er scheint ja noch ein bisschen mehr auf dem Kerbholz zu haben. Das wäre nochmal ein interessanter Punkt. Das hakt hier aber gerade heftig bei mir. Abwasserschacht. Leider verschlossen. Oh, ein Teddybär-Schloss. Das heißt, ich muss irgendwo erstmal einen Schlüssel finden. Oh, hauer, hauer. Wo gehe ich denn jetzt lang überhaupt? Das war ein bisschen, also wie ja schon in der ersten Folge gesagt, ist das Spiel ziemlich linear, aber auch sehr groß ausgelegt. Also, wow. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Tut mir leid, mit der Aussage kann ich jetzt nicht viel anfangen. Aber dieses Spiel als Let's Play ist doch eine schöne Grundlage, um mal ein bisschen, ich sage es mal, eine Diskussion über das übermenschliche, mysteriöse loszutreten. Fangen wir doch gleich mal damit an. Glaubt ihr an Geister? Die Zuschauer da draußen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Auch eine dieser Fragen, die mich brennend interessieren würden. Ich für meinen Teil zum Beispiel glaube zumindest an eine Form von paranormalen Erscheinung. Oder was heißt, ich glaube daran? Ich halte sie nicht für ausgeschlossen. Aus diesem Grund ist dieser Ort mir gerade echt nicht geheuer. Kirche, oder? Ja. Beziehungsweise Kapelle. Oh, ich stehe auf dem Grab. Tusnelda Schöneberg. ...1934. Nun gut, die kann hier jetzt auch schon eine ganze Weile liegen, aber... ...1934 ist doch zumindest schon mal ein kleines Randindiz dafür, um welche Zeit das hier spielen könnte. Ich finde das Geruckel hier gerade viel nerviger, ehrlich gesagt. Das stört ein bisschen so dieses Ambiente für mich. Da hinten ging es ja, glaube ich, noch weiter. Gucken wir da doch mal. In der nächsten Folge werde ich dann auch nochmal wieder ein bisschen an den Optionen drehen. Ich will nur ungern die Details runterschrauben, weil gerade die Details ja das Ausschlaggebende an diesem Spiel sind. Das will ich partout vermeiden, genauso wie ich es vermeiden will, da jetzt gerade runterzugehen.
Das finde ich jetzt nicht toll. Sie. Hallo? Dann gehen sie auseinander. Da. Okay, bei dem Friedhof, bei einem vermoosten Grab. Bin ich da nicht gerade schon vorbeigelaufen? Ich könnte schwören, dass ich da eben schon war. Oh, hier habe ich was übersehen. Sein. Wahrscheinlich da drin, ne? Gut, suchen wir erstmal die Krähe. Ups. Hier rum. So, ein vermoostes Grab. Gibt's hier ja viele. Ich habe Kreuze gesehen. Das war da. Da haben wir sie doch. Nehme ich mal mit. Komme ich hier in den Turm irgendwie rein? Wahrscheinlich von da drinnen irgendwie. Gehen wir erstmal hier rein, auch wenn es mir nicht behagt. Coole Technik. Coole Leiche. Krähendolch. Auch noch nicht so wirklich was erkennen. Also er lässt mich nicht weiter. Ich kann aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Kann ich das Messer irgendwie ausrüsten? Habe ich hier ein Inventar? Ich würde mich ehrlich gesagt wohler fühlen, wenn ich das Messer in der Hand halten könnte. Okay, meine Lieben, wir sind wieder am Ende einer Folge angelangt. Wir sehen uns dann auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Mal sehen, was das Ganze so ergibt. Dann auch wieder mit anderen Grafikeinstellungen. Ich werde mal zusehen, in der nächsten Folge irgendwie da in diesen Turm reinzukommen. Beziehungsweise gucken, wo es mich denn mal hinführt. Also, den untersuche ich jetzt noch. Pinsel, Eimer, Krink. Wow, viele Infos. Okay, und das hat mir jetzt was gebracht.
Außer, dass ich keine mögliche Waffe mehr habe. Hilfe. Also denn, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich verbleibe mit ein. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.